Hallo ihr Lieben, ich bin zurück. Ich hoffe, ihr findet alle euren Weg jetzt zurück und es klappt jetzt. Aber ich bin optimistisch, weil ich warte erstmal, bis ihr da seid und überhaupt mitkriegt, was ich sage. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich den auch wieder selber an den Start kriege. Ich habe hier immer so tausend Geräte. Geht's jetzt? Es geht. Wir danken nicht den YouTube-Göttern, sondern wir danken Darius. Darius, ich nenne ihn immer Darius der Klärer, weil er einfach das magische Talent hat, mich aus diversen schwierigen Situationen mir da rauszuhelfen. Wie zum Beispiel jetzt, wo er mir seinen Laptop geliehen hat, der viel besser ist als mein Laptop. Mein Laptop, ein Kumpel von mir hat letztens mal gesagt, dass es gar nicht beeindruckend ist, irgendwie, wie ich meinen Kanal aufgebaut habe oder wie schnell er gewachsen ist, sondern das wirklich Beeindruckende an der Sache ist, dass ich das alles von diesem Laptop hier gemacht habe, weil der ist alt und der hat so einen Bildfehler und Livestreams funktionieren damit gar nicht und naja. Aber ey, so, okay, ich muss mich kurz selber sortieren. Ich freue mich immer so sehr auf diese Livestreams und ihr ja auch und dann ist der Anfang so hektisch und dann muss ich das schnell lösen und dann muss ich erstmal wieder in den altbekannten freier Flow kommen, aber ich kriege das hin. Was wir heute machen, ist nämlich ein entspanntes Spagat-Stretching. Für alle, die mein Spagat-Lernen für verzweifelte Video kennen, ziemlich genauso in die Richtung. Ich habe ja entschieden, dass es in meinen Live-Stretch-Sessions jetzt, wow, schon innerhalb von der ersten Minute ein Supersticker von wem anderen sonst als Loreen gibt. Loreen hat gerade demonstriert, wie man meinen Kanal in diesen Livestreams unterstützen kann und dafür sorgen kann, dass ich jedes Mal kurz ein bisschen ausflippe und den Faden verliere. Und ihn dann aber immer wieder bekomme. Wir machen Yin-Yoga in meinen Live-Stretch-Sessions, weil das so eine entspannte, chillige Art des Stretchings ist, die viele Leute noch nicht kennen und jeder, der es kennengelernt hat, liebt es. Bitte alle, die Yin-Yoga schon mal kennen, schon kennen, bitte eure kleine Definition, was Yin-Yoga ist, in den Chat schreiben. Was ist wichtig? Wie lange hält man die Position? Worauf kommt es besonders an? Und vor allem ganz wichtig, was hat es euch gebracht? Bitte schreibt es alle mal kurz in die Kommentare. Ich brauche unbedingt einen Schluck Tee. Und während ihr schreibt, was Yin Yoga ist, damit nämlich alle, die nicht wissen, was Yin Yoga ist, das jetzt nachlesen können, muss ich noch eine wichtige Ankündigung machen, bevor wir fangen gleich an. Alles gut. Aber eine wichtige Sache wird sich ändern auf meinem Kanal. Ab jetzt werden diese Live-Stretch-Sessions, wie jetzt heute, nur noch für meine Abonnenten zugänglich sein. Dieser hier ist noch offen für alle und ich hätte es auch echt gerne so gehalten, weil ich so ein bisschen einfach die Philosophie habe, und auch so die Art einfach so, ich möchte eigentlich einfach nur meine Sachen raus in die Welt geben und dann zurückbekommen. Das funktioniert aber leider nicht besonders gut oder nur bei ein paar Leuten. Ich weiß, viele haben auch den Kanal nicht abonniert, weil sie es einfach nicht gecheckt haben. Deswegen scrollt jetzt bitte mal kurz alle runter. Guckt bei diesem roten Abonnieren-Button, wenn der rot ist und Abonnieren steht, dann habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert. Wenn der dunkel ist und Abonniert steht, dann habt ihr meinen Kanal abonniert. Das Ganze kostet euch natürlich nichts. Ihr könnt es jederzeit wieder beenden. Es hat für euch relativ wenig Auswirkungen, außer dass euch meine Videos häufiger angezeigt werden. Was ist denn heute los? Loki Leo. Der Name sagt mir was. Ich meine, das ist auch nicht dein erster Supersticker. Dankeschön. Ah, ihr lasst mich gar nicht richtig anfangen und ihr seid schon so krass. Ich denke, ich muss mir das erst verdienen, aber auf der anderen Seite habe ich da auch schon die eine oder andere Sache gemacht, was mich wieder zurück zu der Abonnentengeschichte führt, und zwar, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr meine Sachen feiert. Und wenn ihr gerade in meinen Livestreams rumhängt, dann gehe ich davon aus, dass ihr meine Sachen feiert. Denn was ist die wichtigste Zahl auf YouTube? Was steht neben jedem Kanal? Da steht nicht die Klickzahl, da steht nicht die Kommentarzahl, da steht die Abonnentenzahl. Das ist, worauf alle erstmal gucken. Und je größer der Kanal, desto relevanter und wichtiger wird er wahrgenommen. Und falls ihr jetzt denkt, ja, okay, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist ja völlig egal. Mein Kanal ist jetzt kurz vor den 50.000 und das ist so in der YouTube-Welt kurz davor, ein richtiger Kanal zu sein und wirklich ernst genommen zu werden.
Wenn jeder Einzelne dieser 50.000 Leute sich gedacht hätte, ja, ist doch egal, ob ich das jetzt mache oder nicht, dann wäre ich nicht mehr hier, dann hätte ich vor einem Jahr oder noch früher aufgegeben und freie Bewegung hätte es nie gegeben. Think about that. So. Ich habe mir mal wieder ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich im Laufe des Streams beantworten werde. Ihr müsst natürlich aufmerksam zuhören. Aber das ist ja Grundvoraussetzung, deswegen seid ihr ja bei mir. So. Und zwar war eine Frage, die heute kam, aber auch immer ganz oft, wie kommt man nach einer Pause wieder rein? Weil es passiert uns allen, dass wir uns mal einen Moment nicht stretchen und dann, ich nehme mich ernst, ich muss mal gleich kurz in den Stream gucken, aber ich wollte gerade erstmal die ganzen Tagesordnungspunkte loswerden und sobald wir in der ersten Position sind, habe ich dann einen Moment. Also, wie kommt man nach einer Pause wieder rein? Genau mit dem, was wir jetzt machen. Was tun für die letzten Zentimeter? Das ist eine schwierige Sache. Warum geht es nicht mehr weiter? Da gibt es auch eine relativ einfache, aber leider ein bisschen frustrierende Antwort. Und wie bekommt man die Beine im Spagat gerade? Alles klar, wir gehen in die erste Position. Und das ist bei mir im Yin-Yoga immer die Child's Pose. Ich gucke jetzt mal, wie ihr Yin-Yoga definiert habt. Ich bin mega gespannt zu sehen, wie ihr es in euren eigenen Worten wiedergegeben habt. Und falls ihr noch nicht habt, wir brauchen eine ordentliche Portion Kissen, um uns die ganze Sache so angenehm wie möglich zu machen. Das ist noch ein Flyer von der Sparte. So. So. Ihr könnt euch schon mal auf eure Matte legen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, euch noch vom Schrimp eine extra Decke klauen. Weil es im Yin-Yoga eben darum geht, sich das Ganze so gemütlich und angenehm wie möglich zu machen, damit wir uns so sehr wie möglich entspannen können. So, jetzt bin ich auch mal wieder in meinem eigenen Stream. Wer die Child's Pose kennt und weiß, worauf es ankommt, einfach reingehen in die Position. Der Rest fängt an, auf die Fersen zu setzen. Wer sich nicht mit dem Po auf die Fersen setzen kann, holt sich direkt das erste Kissen. Und zwar hierhin. Und wir legen den Kopf auf den Boden, Arme auf eine Seite des Körpers. Und wir lassen unsere Schultern nach außen ziehen. Wirklich ganz entspannt das ganze Gewicht der Arme auf den Boden ziehen lassen. Und mindestens 3 bewusste tiefe Atemzüge zum Ankommen. Zum Abschütteln, was ihr so den Tag über erlebt habt. Jetzt für die nächsten 45, 60 Minuten ist das jetzt gerade mal alles nicht wichtig. Das heißt nicht, dass es an sich nicht wichtig ist, aber wir müssen uns immer mal wieder ein paar Pausen gönnen, damit wir wieder klar und mit neuer Energie an die Sache rangehen können. Ihr bewegt euch bitte nicht, bleibt so entspannt wie möglich in der Child's Pose, aber ich will eben diesen Moment nutzen, um mal kurz in den Chat zu schauen. Ich habe nämlich gesehen, ihr wart fleißig und jetzt gerade hoffentlich wieder nicht. Ruhig und bewusst atmen, erst checken, was alles angespannt sein kann, ohne dass man es weiß, dass das überhaupt angespannt sein kann. Rinalda, sehr guter Punkt. Ich erlebe es oft, dass Leute sagen, wieso, ich bin doch entspannt. Und dann sehe ich bestimmte Körperhaltungen, wie zum Beispiel jetzt in der Child's Pose, wenn die Arme nicht entspannt auf dem Boden liegen, sondern am Körper dran sind. Das geht nur mit Anspannung. Sobald ich ihn entspanne, fällt er hier zur Seite. Das heißt, wenn ich so in meiner Child's Pose bin, denke ich vielleicht, ich bin entspannt, aber erst hier bin ich wirklich entspannt. Chris, sehr schöner Punkt. Lange halten, über eine Minute, hat mein komplettes Nervensystem entspannt und hilft mir stark gegen Ängste und andere Grübeleien. Das ist genau, was ich gerade meinte, diese Pause, die wir alle brauchen, weil ein Problem nicht dadurch gelöst wird, dass wir noch länger darüber nachgedacht haben, sondern wie wir darüber nachdenken, wie konzentriert und klar wir dabei sind. Und leider fehlt uns im Alltag diese Zeit, in der wir uns wirklich einfach nur entspannen können und den Geist mal wirklich einfach
sein lassen können, ohne dass wir irgendwas checken oder irgendwas erledigen müssen oder den ganzen Kram. Und das hat eben eine massive Auswirkung nicht nur auf euren Stretch und eure Beweglichkeit, sondern auf euer zentrales Nervensystem. Das ist tatsächlich wirklich so. Entspannung pur, auf jeden Fall, Patricia. Diese kleinen Ausraster bei den Superstickern haben mich letztes Mal im Yin-Yoga immer erschreckt. Ja, ich denke mir auch immer so, weil ich erst reagiere und dann drüber nachdenke. Und da war ich so, oh, sei doch ruhig, wir haben Yin-Yoga. Ich meine, diese Sessions sind Yin-Yoga-Style. Wer wirklich wissen will, was Yin-Yoga ist, ihr bekommt hier einen Einblick und dann solltet ihr auf jeden Fall mal meine Yin-Yoga-Videos checken, weil die sind wirklich Yin-Yoga. Das hier ist mehr so ein Zeh reinhalten. Oh, wie süß ihr seid. Genau, man braucht sich nicht aufwärmen. Und Sana, sehr richtig. Yin-Yoga hat dir bei Migräne geholfen, Patricia. Das kenne ich auch von meinem Verlobten. Den geht so. Dadurch viel besser. Oh ja, Verena, sehr guter Punkt. Yin-Yoga hilft total beim Einschlafen. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass euch in den Positionen Körperteile einschlafen. Das ist gerade am Anfang so und bei Leuten, die niedrigen Blutdruck haben, ist es auch häufig so. Ich kenne das gut. Erstmal beobachten, nicht sofort reagieren und wenn man merkt, okay, jetzt wird's doll, jetzt will ich nicht mehr, dann wieder raus. Was wir jetzt auch langsam mal machen. Wir machen das aber nicht hektisch. Wir erhalten uns die Ruhe, die wir uns gerade aufgebaut haben. Setzen die Hände wieder neben den Kopf. Und richten uns ganz langsam auf. Nehmen das Kissen weg, wenn es da war. Und machen erstmal einfach nur die Beine lang. Und erleben, wie das Blut wieder zurückfließt, das Leben wieder in die Gliedmaßen kehrt. Ich habe am Ende vom Stream übrigens noch eine Sache, die ich euch unbedingt sagen will. Erinnert mich bitte dran, an die eine Sache. Dann weiß ich hoffentlich, was ihr meint. Die wollte ich eigentlich noch am Anfang machen, aber dann wollte ich irgendwie auch einfach anfangen, weil ich das auch mal doof finde, wenn man dann so, abonniere meinen Kanal und mach dies und mach das und mach das und mach das. Und ich will aber eigentlich, ich will ja selber mit euch einfach nur Yin-Yoga machen. Ich will ja gar nicht die ganze Zeit immer sagen müssen und dran denken müssen zu sagen, trag dich in meinen Newsletter ein, check meine Homepage, check dies, check das. Das ist, ich bin so dankbar über jeden, der einfach sich selber auf die Suche macht. Sag mal Bescheid, wie es euch geht. Ja, Tee, Sabrina, ist genau das Stichwort. Und ein bisschen dunkler auch hier. So. Wie gesagt, oberstes Ziel, super entspannt bleiben. Mindestens so chillig drauf sein wie mein Zopf heute. Das ist das Ziel. So locker wie freier Zopf. Mir haben auch schon Leute gesagt, warum sind deine Livestreams immer so lang? Deswegen, weil ich mir zwischendurch selber einen Moment zum Atmen geben will und weil ich mit euch chillen will und weil ich nicht immer so, die Videos sind da bin ich sehr konzentriert und sehr so in the zone und in diesen Streams bin ich natürlich auch konzentriert, aber so ein bisschen mehr so einfach mit euch zusammen im Moment, weil bei uns ist jetzt ja gerade alle 18.23 Uhr. Wir gehen jetzt aber langsam schon mal über zur nächsten Position. Oh, Patricia ist da. Patricia, es tut mir sehr leid. Die nächsten 4 Minuten werden jetzt nicht die schönsten für dich. Wir machen Taube. Das soll euch auch heute beim Spagat nützen, was wir hier treiben. Und deswegen machen wir jetzt etwas, was vor allem euch dabei hilft, die Hüfte parallel zu halten, weil wir wissen ja, ein Spagat, der so offen ist, kein richtiger Spagat, sondern
die Hüftknochen schön auf einer Höhe. Eventuell brauchen wir dafür ein Kissen. Ich zeige euch aber erstmal die Position an sich. Wir beginnen so im Vierfüßlerstand. Wer Taube oder auf Englisch Pigeon kennt, einfach machen. Es ist nämlich nicht ganz einfach, da reinzukommen. Deswegen guckt jetzt erst genau hin. Wir nehmen ein Bein und legen das so vor uns, dass es so möglichst parallel zum Ende der Matte ist. Und schieben das andere Bein nach hinten. Das Bein hier, ich zeige es nochmal von der anderen Seite, ein Bein nach vorne und dann das andere Bein nach hinten schieben. Hier sieht man es auch deutlich besser. Moment, mach mich ein bisschen nackig, dann seht ihr das besser. Wie im Spagat wollen wir die Hüftknochen parallel haben. Wir wollen nicht hier sitzen auf dem Köter, sondern, und hier könnt ihr nochmal genau, hier ist meine Hüfte offen, hier ist meine Hüfte parallel. Und dann versuchen mit dem vorderen Fuß ein bisschen nach vorne zu krabbeln, mit dem hinteren Fuß ein bisschen nach hinten. Und wenn ihr könnt, auf die Unterarme ablegen. Ich sage es euch gleich, diese Position mache ich auch sonst in meinen Yin-Yoga-Klausen nicht so oft, weil die nicht besonders gemütlich ist. Und das ganze Entspannungsding jetzt deutlich schwieriger wird als gerade in der Child's Pose. Es kann sein, dass es euch hilft, wenn ihr ein Kissen hier unter den Po schiebt, über die Seite, die so ein bisschen in der Luft hängt. Und wenn ihr merkt, ihr kommt gar nicht auf den Boden, könnt ihr euch auch hier mit ein paar Kissen das Leben ganz viel einfacher machen. Es gibt auch Leute in meiner Yoga-Trainer-Ausbildung, ein Mädel, die lag wirklich flach so auf dem Boden und konnte so einschlafen. Das war verrückt. Aber so unterschiedlich sind menschliche Körper. Osana, das soll auf jeden Fall im Oberschenkel ziehen. Taube ist nicht so schlimm wie Chaos Face. Ja, sehe ich auch so. Chaos Face ist nochmal eine Ecke fieser. So, ich gehe mal über zu einer der Fragen. Nämlich die Frage, wie kommt man nach einer Pause wieder rein? Kurze Frage an euch. Wer hatte schon mal, obwohl er es eigentlich nicht vorhatte, eine längere Stretchpause von so über 2 Wochen? Weil ich weiß, mir passiert es ständig. Mir passiert es aber auch deswegen oft, weil ich denke, oh, ich muss mich jetzt mindestens 1 Stunde dehnen und ich muss 3-mal Spagat machen und ich muss das so und so lange halten und dann habe ich keine Lust mehr. Und was mir aufgefallen ist, was viel, viel besser ist, ist einfach zu sagen, ey, ich dehne mich jetzt ein bisschen, ich mache jetzt mal so ein bisschen was vor mich hin und dann kommt so eins zum nächsten und von der Position zur anderen und so weiter und so fort. Leute, meine Pigeon ist echt nicht, gut. Sowohl mein hinteres als auch mein vorderes Bein schlafen jetzt gerade schon massiv ein. Und da gibt es im Yin-Yoga eben 2 Regeln. Einerseits nicht sofort reagieren, erstmal gucken, vielleicht wird es ja doch wieder besser. Und wenn man merkt, oh, nee, ich möchte nicht mehr, dann ist man klug und dann geht man langsam und vorsichtig wieder raus. Oh. Und sofort wieder die Beine lang machen. Wer noch bleiben möchte, kann gerne bleiben. Wie gesagt, es gibt Leute, für die ist Chaos Face das angenehmste auf der Welt. Ich flexe und strecke immer gerne auch meine Füße zwischen den Positionen. Und wie man nach einer Pause am besten wieder reinkommt, ist vor allem entweder mit einem entspannten Ganzkörperstretch. Und ich habe ja mittlerweile auch echt Videos, die nur so 10 Minuten sind und vor allem nicht sofort in den Spagat gehen. Versetzt euch immer in euren Körper, als wäre es ein Mensch, der er ja ist. Erstmal sagen, hey, guck mal, wir machen jetzt wieder das. Das haben wir jetzt eine Weile nicht gemacht, aber mach dich schon mal locker. Und das erst immer so als Vorbereitung sehen. Erst beim 2. Mal überhaupt wieder in den Spagat gehen. Und Leute, lasst auch mal die Finger bitte von den Bootcamps. Ich liebe es, dass sie euch so gut gefallen und so gut helfen, aber es ist nicht... Das war nie als Dauerprogramm gedacht. Das war als zwischendurch kleiner Pep, aber das sollte auf gar keinen Fall euer tägliches Training schon mal gar nicht sein. Also egal, ob ihr gerade wieder anfangt oder ob ihr mittendrin im Stretch seid und euch ein Bootcamp nach dem nächsten gebt,
ein entspannter Ganzkörperstretch oder sogar ein Yin-Yoga-Flow. Ist immer eine sehr gute Idee. Kann man eigentlich nichts mit falsch machen. So, wir gehen gleich in die andere Position. Alle, die noch drin sind, kommen jetzt erstmal raus. Ja, Klausurphase ist natürlich, obwohl ich höre oft, dass Leute in Klausurphasen sich nicht stretchen. Und darüber möchte ich gerne jetzt was sagen, aber erst, wenn wir in die andere Position, also in die andere, auf die andere Seite gegangen sind. Ihr wisst, was ich meine. Auf geht's. Nochmal wieder in den Vierfüßlerstand. Ein Bein hier so vorschieben, das andere nach hinten strecken. Checken, dass ich nicht hier sitze, sondern schön hier parallel bin. Ist der Korb im Weg? So ist besser. Und am besten wirklich am Anfang alles so checken, dass ihr euch in der Position dann nicht nochmal korrigieren müsst. Also erst alles so machen, dass ihr so zufrieden seid und so bleiben könnt. So. Ich kann total verstehen, dass ihr in der Klausurenphase nicht Zeit habt, weiter an eurem Spagat zu arbeiten. Sich aber in der Klausurenphase überhaupt nicht zu dehnen, ist doppelt kontraproduktiv, weil ihr einerseits natürlich nicht an eurem Stretch weiterarbeitet und der, wenn man gar nichts macht, auch wieder schlechter wird. Und dadurch, dass ihr den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder in der Bib oder wo auch immer und die ganze Zeit irgendwie runterguckt oder schreibt und Rückenschmerzen habt, dadurch könnt ihr euch auch beim Lernen nicht so gut konzentrieren. Also gerade diese erste Child's-Pose, die wir am Anfang gemacht haben, macht das abends vorm Schlafengehen. Das ist ja trotzdem Stretching. Es ist kein Spagat-Bootcamp, aber wie gesagt, das muss es nicht immer sein. Und wenn ihr euch, das sage ich auch, wenn ich Telefoncoachings gebe, dann ist immer einer meiner Lieblingstipps, es ist so typisch für mich, dass ich jetzt natürlich umsonst die Tipps raushaue, die ich sonst in Telefoncoachings raushaue, aber I guess that's just me, ist, sucht euch aus diesem Flow oder aus meinen Yin-Yoga-Flows eure drei Lieblings-Yin-Yoga-Positionen aus und macht die einfach so bei Bedarf. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, extra ein Video anzumachen, auszusuchen, eure drei Lieblings-Yin-Positionen je 2 Minuten halten, das sind 6 Minuten, die habt ihr auch in der Klausurenphase. Und wenn ihr dann erstmal merkt, wie ihr euch besser konzentrieren könnt, weil ihr nicht mehr nach 2 Minuten am Schreibtisch sitzen Schmerzen habt, dann habt ihr im Endeffekt Zeit gespart, weil ihr die Zeit, die ihr habt, effektiver nutzen könnt. Das gilt für alle Menschen in stressigen Phasen. Das gilt nicht nur für Klausurphasen, das gilt für jegliche Art von Prüfungsphasen, Wettkampfphasen, Kinder in stressigen Phasen, und ich meine jetzt eher die Eltern, die sich dann mit Yin-Yoga erholen, aber auch gerne die Kinder, warum nicht? Ich hätte Yin-Yoga gerne, gerne viele, viele Jahre früher kennengelernt und nicht erst mit 27, 28. War meine Yoga-Trainerausbildung letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr. Ja. Ja. Ich komme wieder raus, ihr könnt gerne noch bleiben, aber... Ich mache Pigeon auch wirklich nie als Gegenposition, aber es ist für den Spagat, wie gesagt, super hilfreich, um dafür zu sorgen, dass ihr den Stretch habt, um die Hüfte überhaupt parallel halten zu können. So, die nächste Position ist wieder eine meiner Lieblingspositionen. Einerseits, weil sie euch total krass beim Spagat hilft und andererseits sich aber auch um verspannte Schultern und eigentlich jeden verspannten Punkt im Rücken kümmert. Aber erstmal gönnen wir uns ein Päuschen, einen Schluck Tee. Und den Chat. Ja, Leonie, ich kenne es, dass man dann enttäuscht ist, wenn man wieder zurückgeworfen wurde. Und mein bester Tipp ist natürlich, wie gesagt, es gar nicht erst so weit kommen lassen, indem man sich eben auch kleinere Stretching-Einheiten gönnt. Und es ist gerade im Stretching, ein bisschen was ist so viel besser als nichts. Wirklich, wirklich wahr. Auch nur kurz aufwärmen, kurz mal lang machen, einfach wirklich strecken. Das,
jede Sekunde, die ihr euren Körper in einer stretchenden Position verbringt, bringt euch ein bisschen was. Und wenn es nur dafür sorgt, dass euer Stretch eben nicht schlechter wird und auf der Position bleibt, weil ihr habt so hart dafür gearbeitet. So. Ja, genau, der Knoten platzt recht schnell wieder, wenn man vorsichtig anfängt, genau. Tobi, schafft man den Spagat noch mit 36 Jahren zu lernen? Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja keine Studie oder so angefertigt. Irgendwann werde ich das vielleicht auch mal machen. Aber ich habe von Leuten in allen Altersstufen gehört, dass sie den Spagat noch gelernt haben. Auch wenn sie dachten, sie hätten das noch, würden es niemals schaffen oder sich als Kind nie gedehnt haben. Andererseits gibt es Leute, die halt irgendwann aufgegeben haben und wir wissen nie, ob sie es wirklich geschafft hätten. Deswegen, also, ich habe mal mit meiner ersten Freundin gesprochen. Wir gehen schon mal in die nächste Position. Legt euch ein paar Kissen hinten an den Po und setzt euch da so dran und macht die Beine lang. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne noch ein Kissen unter die Knie legen. Dann hängen die nicht so in der Luft und sind schön entspannt. Und jetzt hängen wir einfach nur rüber. Leute sind in dieser Position gerne mal in der Versuchung, sich an ihren Füßen nach vorne zu ziehen. Im Yin-Yoga machen wir wirklich so wenig, dass wir auch das nicht machen. Wir machen das, wo uns vor allem das Gewicht von unserem Kopf. Und das ist ein mega gutes Beispiel für eine Situation, wo man meint, man wäre entspannt, was ich ganz, ganz oft sehe, aber man ist es nicht. Leute, ich sage Leuten, lasst den Kopf hängen und das hier passiert. Hängt mein Kopf gerade? Nein. Wenn mein Kopf hängt, sehe ich hier. Kinn, mal mindestens Richtung Brust. Wenn euer Nacken sehr verspannt ist, dann wird es in dieser Position jetzt ordentlich ziehen. Und solange es aber so ein doch noch irgendwie angenehmes Ziehen ist, passiert da gerade etwas Wundervolles. Und auch da wieder erstmal beobachten und wenn ihr merkt, okay, jetzt langt es mir aber, dann kommt ihr wieder raus. Aber alle darauf achten, dass euer Kopf ganz entspannt hängt. Auch die Arme sind entspannt, nicht an den Körper pressen. Nicht in den Stretch ziehen, aber auch nicht dagegen wehren. Ich lege mein Handy mal hier hin. Haschlau. Ja, Leonie, sehr guter Punkt. Die Entspannung beim Stretching sorgt eben dafür, dass ihr die ganzen neuen Informationen auch verarbeiten könnt. Also es geht nicht nur darum, Sachen endlos zu wiederholen, sondern so wie zum Beispiel auch es keinen Sinn macht, in der Klausurenphase wenig zu schlafen und länger zu lernen und weniger zu schlafen, weil es macht keinen Sinn. Euer Gehirn braucht Tiefschlaf, um die Informationen ins Langzeitgedächtnis oder überhaupt ins Gedächtnis zu übertragen. Deswegen denkt mal nicht, dass ihr euch da irgendwas spart. Ich lese mal kurz den Chat nach, aber ihr seid so fleißig, dass ich gar nicht alles schaffe. So. Osana, Rücken soll krumm sein. Alles, was ich sonst in Stretching-Sachen sage, gilt jetzt nicht. Und Chris? Oh, Clara, sorry. Sorry, Leute, was soll ich machen, wenn Clara so cool ist und mir einen Supersticker einfach mitten drin raushaut? Ich finde es nur so krass, wenn ihr das macht, wenn ich nicht mal irgendwie die ganze Zeit darauf hinweise, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich vergesse das auch immer. Und eigentlich soll ich auch nicht so schnell aus der Position rausgehen, aber ich möchte Clara einmal von Herzen danken. Wie gesagt, diese Eigeninitiativen-Sachen finde ich einfach immer so krass, wenn ich gar nicht sagen muss, und ihr seid da. Danke. So. Und ihr dürft euch alle auch mitbedanken. So sieht es nämlich aus. So, Chris, zurück zu deiner Situation. Du kommst gerade nicht mal über die Hüfte, dann bist du hier. Ist nicht schlimm. Da, jeder da, wo er ist. Je nachdem, ob es in deinem Rücken zieht oder in deinen Oberschenkeln, ist es da gerade einfach noch sehr tight. Und auch wenn du es dir noch nicht, also fest,
aber auch wenn du es dir noch nicht vorstellen kannst, wenn du hier eine Weile bleibst, vielleicht sogar jetzt schon in dieser Position, wenn du dich wirklich echt entspannst, merkst du, dass du schon vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommst und dann bist du schon hier. Und irgendwann, also wenn ich das entspannt mache und mich wirklich hängen lasse, bin ich so ungefähr hier. So, diese Position kann ich auch echt empfehlen, super lange zu halten. Wer sich wohlfühlt, kann gerne noch in der Position bleiben. Ich möchte euch auch immer ermutigen, euer Training ein bisschen zu eurem eigenen zu machen. Aber ich komme jetzt schon mal langsam raus. Aber einfach schon die Tatsache, dass ihr mich nicht so gut versteht, wenn ich zwischen meine Knie rede, sorgt halt dafür, dass ich schon mal rauskomme. Und alle, denen das jetzt schon ein bisschen viel war, denen es vielleicht das erste Yin-Yoga ist, die kommen mit mir raus und wir chillen ein bisschen zusammen. Und meine ganzen Pros, alle, die sich damit schon auskennen, die hängen da gerade noch in ihrer Glückseligkeit. Ich will euch da gar nicht stören. Sondern möchte zur nächsten Frage übergehen. Da ist nämlich wichtig, dass ihr mich gut versteht. Was kann man tun für die letzten Zentimeter? Ihr könnt euch jetzt übrigens gerne auch mal auf den Rücken legen, so mit aufgestellten Knien. Machen es uns richtig gemütlich, habe ich doch gesagt. Tipps für die letzten Zentimeter. Und das verbinde ich mit der Frage, warum komme ich seit Wochen oder manchmal sogar seit Monaten nicht weiter? Das hat wie immer verschiedene Gründe. Aber es gibt so zwei Hauptgründe. Grund Nummer eins ist, es gibt, kennt ihr dieses Zitat, was angeblich von Einstein ist, aber dann doch nicht, wohl, wie auch immer, dass es Wahnsinn ist, etwas auf die immer wieder gleiche Art und Weise zu tun und zu erwarten, dass man andere Ergebnisse bekommt. Ob das jetzt von Einstein war oder nicht, ist mir auch egal, weil das schon irgendwie Sinn macht. Wenn ihr euch immer nur auf die klassische Art und Weise gedehnt habt und sowas wie Yin-Yoga nie probiert habt, könnte es sein, dass wenn ihr jetzt mal 2 Wochen oder so mehr, nicht nur, aber mehr Yin-Yoga macht als normales Stretching, dass euch das total krass viel hilft. Und die zweite Sache ist, euer Körper ist keine Maschine. Man kriegt nicht bei jedem Stretching x Millimeter oder Zentimeter an Stretch dazu. Das funktioniert so einfach nicht. Es ist also, so sehr wir uns das alle wünschen würden, und es ist ja auch fair, weil man dehnt sich ja und dann will man ja dafür auch was haben. Aber ihr dürft nie vergessen, ihr bekommt jedes Mal nach jedem Stretching, ob ihr weitergekommen seid im Spagat oder nicht, bekommt ihr jedes Mal ein so entspanntes, wundervolles Gefühl. Und ob ihr, wie gesagt, im Spagat weiter runterkommt oder nicht, in eurem Körper ist mehr Beweglichkeit als vorher. Vielleicht nicht an der Stelle, wo ihr sie haben wollt. Vielleicht hattet ihr auch gerade vor den großen Durchbruch und ich habe gar keine Ahnung, ob das jetzt medizinisch stimmt, was ich jetzt sage, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Körper halt auch nur so ein gewisses Kontingent an Flexibilitätszuwachs zur Verfügung hat. Und wenn man in 3 Monaten 10 Zentimeter weiter runtergekommen ist, dann dauert es einfach wieder einen gewissen Moment, bis man wieder, bis sich irgendwelche Proteine im Körper, ihr seht, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, so dass einfach so viele Prozesse in eurem Körper ablaufen und Spagat lernen ist nicht das Wichtigste für euren Körper. Für euren Körper ist das Wichtigste, dass ihr am Leben bleibt und dafür müssen Organe und alles Mögliche erneuert und so weiter werden. Und deswegen kann es sein, dass es dann hier vielleicht mal nicht weitergeht. So. Ursprünglich stand in dem ersten Stream-Versuch, dass es für Spagat und Grätsche ist. Deswegen möchte ich jetzt einen kleinen Grätsche Hüftöffner-Stretch anbieten. Es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn ihr zu den Leuten gehört, deren Hüfte super tight und fest ist und so in der Grätsche zu sitzen schon viel zu viel ist und ihr die Beine auch gar nicht so weit auseinander bekommt, ihr macht eure Füße aneinander, schiebt euch ein Kissen unter jede Seite und eins unter den Kopf und legt euch so entspannt auf den Boden. Wirklich so polstern, dass hier alles schön entspannt ist. Dann ist es eine der angenehmsten Positionen ever. Alle, die gerade an der Grätsche arbeiten,
gehen mit mir in den Grätschesitz. Auch wieder, wie vorhin, ein Kissen so halb unter den Köter schieben, damit ihr die Hüfte nach vorne gekippt habt. Das habe ich ja jetzt auch in den letzten Videos oft erklärt, warum das wichtig ist. Beine so weit öffnen, wie es angenehm ist. Mal einen Schluck Tee. Und wie vorhin, einfach nur entspannt vorne überhängen. Wenn ihr mit im Grätschesitz seid und ihr kommt aber jetzt nicht so weit runter, dass ihr euch wirklich vorne überhängt, dann bleibt hier, sitzt eure Hände vor euch, aber auch nicht abstützen, sondern entspannt und lasst hier den Kopf hängen. Auch völlig okay. Jeder, wo er ist. Und ich hoffe, ihr nehmt euch kein Beispiel an mir, weil ich die ganze Zeit mit dem Handy formuliere, aber ich versuche eben, die ganzen Sachen gleichzeitig zu machen. Am besten ist es, wenn ihr euch in der Position so wenig wie möglich bewegt. Und damit meine ich auch so kleine Bewegungen wie irgendwie Haare aus dem Gesicht streichen. Weil das ist zum Beispiel eine total spannende Meditationsübung, auf nichts zu reagieren. Weil wenn ihr zum Beispiel, wenn euch ein Haar irgendwo kitzelt oder es irgendwo juckt, klar will man sofort kratzen, aber wenn man mal nicht kratzt, dann merkt man, oh, irgendwann geht das auch von alleine weg. Und das ist ein richtig eine wertvolle Lektion, die einem sonst auch im Leben viel bringt. Und Verena will am liebsten beides machen, das höre ich natürlich besonders gerne. Leichte, angenehme Zuckungen. Ah, nicht schlecht. Wie gesagt, solange es sich gut anfühlt, ist es meistens auch. Ja, Rüdiger, also wenn man es hinkriegt, diese Position 5 Minuten zu halten, sowohl von der Beweglichkeit als auch von der Geduld her, mir fällt übrigens gerade ein, man kann sich in dieser Position natürlich auch Kissen vor den Körper legen und sich dann hier abstützen. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail später für den Upload. So, und dann möchte ich noch die letzte Frage besprechen, die ich vorher eingesammelt habe. Muss ich gar nicht holen. Nicht nur wurde die Frage gestellt, diejenige hat auch gesagt, dass diese Frage nie gestellt wird. Und das ist nicht wahr. Diese Frage wird sehr oft gestellt. Ich beantworte sie nicht besonders gerne. Weil, und vielleicht bin ich da ein bisschen betriebsblind, könnt ihr mir gerne sagen, aber ich finde, man kann dann selber drauf kommen. Und zwar, wie kriegt man das vordere bzw. hintere Bein gerade im Spagat? Und ich weiß nicht so richtig, wie ich auf diese Frage antworten soll, wenn ich sie bekomme. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, weil meiner Meinung nach ist die einzige Antwort üben. Aber jemand, der diese Frage stellt, stellt diese Frage ja, weil er über Stretching offensichtlich nicht verstanden hat, dass es nicht darum geht, dass man den kleinen Zeh anspannt oder beim in Spagat gehen dreimal hustet und dann geht's, sondern dass es einfach harte Arbeit ist und dass es einfach dauert. Und ich glaube, wenn ich demjenigen schreibe, naja, du musst halt üben. Ich weiß nicht, ob das reicht, damit der dann verstanden hat, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Ja, durch Stretchen, ne? Aber, also versteht ihr, was ich meine? Irgendwie denkt man sich dann noch so, ja. Hä? Also ich will mich auch gar nicht irgendwie jetzt, was für eine dumme Frage. Wenn man sich mit dem Stretching nicht auskennt, dann ist das wahrscheinlich eine völlig legitime Frage. Aber ich wollte mal hören, was ihr so meint, was man da machen kann. Oh, Heidi, dankeschön. Du bist auch supi. Ich habe vorhin gelesen, du hast Spagat gelernt. Herzlichen Glückwunsch.
Die Frage wäre etwas anders. Ja, vielleicht habe ich auch die Frage falsch verstanden. Das kann auch voll gut sein. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Frage war, wie bekommt man das vordere bzw. hintere Bein gerade? Und das ist meiner Meinung nach halt nur durch Üben. Oder nicht? Also ich weiß auch, irgendwie hat irgendwas geschrieben mit hier, Jule, vielleicht meint sie nicht gestreckt, sondern linear zum vorderen Bein. Das verstehe ich nicht. Also das ist gleichmäßig ist. Also ich meine, das vordere Bein sollte im Spagat ja schon in der Ausgangsposition gestreckt sein. Deswegen das vordere Bein gestreckt kriegen, indem man nicht so tief geht. Weil wenn man aus der Ausgangsposition, wo das Bein gestreckt ist, tiefer geht, als man kann, dann beugt man das vordere Bein und dann ist man in so einer Lunge-Situation. Was im Prinzip auch eine Möglichkeit sein könnte, in den Spagat zu gehen, aber meiner Meinung nach nicht sehr viel Sinn macht. Viele Wege führen nach oben, I don't know. Aber ich weiß nicht, was ihr mit linear meint. Wenn du beim Kopf hängen lassen total Schmerzen im mittleren Rücken hast, dann hast du genau da eine dicke Verspannung. Und wenn es okay ist, das einen Moment auszuhalten, dann wird dir das gleich, wenn du rauskommst, sehr gut tun. Wenn du merkst, es ist einfach zu krass, dann lass es bleiben. Follow es an. Klara, ob sich der Shrimp mitdehnt? Der Shrimp dehnt sich nie mit, der chillt da. Der Shrimp hat übrigens auch einen Buddy, das ist eine Giraffe, aber ich habe sie noch nicht so richtig introduced, weil die noch keinen coolen Namen hat und so. Der Shrimp, da sitzt er. Der hängt da in seinem, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Decken-Whirlpool. Nee, der Shrimp ist eine ziemlich faule Sau. Ich habe ihm auch schon mal gesagt, so, er kann ja sich auch mal irgendwie coole Videos ausdenken und mir irgendwie ein bisschen Arbeit abnehmen, wenn er schon jetzt hier den ganzen Fame kriegt. So, dann soll er auch mal was dafür tun. Und dann war er so, wieso? Die Leute feiern mich doch auch, ohne dass ich was mache. Und ich denke so, ah, must be nice. Nein, Quatsch, ich mache das ja alles voll gerne hier. Aber ja, faule Sau, Clara, auf jeden Fall. Also, nicht du, der Shrimp, natürlich. Ich bin sehr gelenkig. Nicht wirklich. Für einen durchschnittlichen Menschen ja. Aber ihr dürft auch nie vergessen, das ist mein Job. Ihr habt alle irgendwelche Jobs. Ihr habt einen Beruf, ihr habt Kinder, ihr seid in der Schule, in der Uni. Und also klar, erfordert dieser YouTube-Kanal und alles, was ich sonst noch so mache und Live-Events und so weiter, erfordert deutlich mehr Arbeit von mir, als dass ich zu Hause sitze und mich dehne. Aber trotzdem ist ja ein Teil davon, ein Teil meiner Arbeit ist, mich zu dehnen. Deswegen. Und selbst dafür ist mein Stretch nicht krass. Also es gibt so viele Mädels auf YouTube, auf Instagram und so, die ihre Beine irgendwie nach da rüber und so. Und ich denke mir so, nö. Abo geht raus, dann geht zurück. Jawohl, Leute. Und ey, ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es nochmal, diese Livestreams werden ab sofort nur noch für meine Abonnenten zugänglich sein, weil, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, 90% der Nutzer auf meinem Kanal gucken sich meine Videos ohne Abo an. Ich habe jetzt 49.300. Wenn alle, die sich meine Videos mehr als einmal angeguckt haben, meinen Kanal abonnieren würden, ich bin viel zu schlecht in Mathe, um das auszurechnen, aber dann wär mein Kanal ja potenziell schon eigentlich bei 100.000. Und einen Kanal mit 100.000 Abonnenten zu haben, ist so eine andere Geschichte. Das ist so ein anderes, man wird so viel ernster genommen von so vielen, also wie gesagt, mehr so von der Unternehmerseite, um damit wirklich Geld zu verdienen, weil was ich auch immer mal wieder mitkriege, Leute denken, dass sobald man einen YouTube-Kanal mit irgendwie mehr als 5.000 Abonnenten hat, dass man reich ist. Und das ist gar nicht wahr. Ich habe mit YouTube insgesamt
überhaupt alles zusammengezählt, vielleicht waren es schon 1.000 Euro, ja doch, aber unter 5.000 Euro verdient. Jeden Monat, ich habe auch gar kein Problem damit, das zu sagen, irgendwie Leute machen ja voll das Geheimnis um Geld, aber mein YouTube-Kanal macht so zwischen 300 und 500 Euro im Monat. Davon, und brutto. Das heißt nicht, dass ich 500 Euro von YouTube ausgezahlt bekomme und das ist dann das Geld, was ich habe. Davon bleiben dann im Endeffekt von Geld, was ich wirklich benutzen kann für mein Leben, so 45% oder irgendwie, ich habe es noch nie ausgerechnet und ich will es gar nicht. Und ich will mich nicht beschweren oder so, aber ich will auch nicht, dass Leute mit einem falschen Eindruck durch die Gegend laufen und denken, naja, was will sie denn? Sie hat es doch voll dicke und ich sitze hier und habe manchmal echt Geldprobleme, weil, ne, es braucht halt schon deutlich mehr als 50.000 Abonnenten, um davon wirklich leben zu können. So. Kann irgendwer Caroline mal erklären? Ich erkläre Caroline selber. Hi Caroline, es freut mich sehr, dass es dir wichtig ist, dass ich deinen Namen sage, und das habe ich ja gemacht jetzt. Ich mag es aber nicht, wenn, oder ich sage, ich verstehe nicht, warum ich einfach nur deinen Namen sagen soll. Das ist so eine, stell mir lieber eine wertvolle Frage, von der wir alle was haben, als das, weil sonst, wenn ich einmal anfange, Leute zu grüßen, sitze ich hier 10 Minuten und ratter einfach nur irgendwelche Namen runter. Und ich finde es voll cool, dass dir das wichtig ist, aber andererseits bringt das ja gar nicht. Also, stell eine schlaue Frage. Das ist der viel bessere Weg. Und ich komme jetzt langsam raus. Wer möchte, kann auch bleiben. Wir räumen die ganzen Kissen weg, schließen ganz entspannt unsere Beinchen. Oh. Boah, jetzt waren wir aber auch lange in der Position. Ich habe mich ein bisschen verquatscht. Oh, hey, hey. So. Und jetzt machen wir erstmal ein Päuschen, bevor ich euch gleich noch eine Position zeige, die ich auch noch nicht so oft benutzt habe in den Yin-Yoga-Videos, für das hintere Bein im Spagat. Also für alle. Wobei, also manche sagen, sie haben mehr Probleme mit dem hinteren, manche sagen, sie haben mehr Probleme mit dem vorderen, die meisten mit dem vorderen. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich glaube, das, also wenn ihr, wie gesagt, so dehnt, wie ich das in meinen Videos mache, dann ist es eigentlich immer sehr ausgeglichen, dass ich das so gleichzeitig verbessere. Sloth Time, ist es normal, dass dein Bein zittert? Wenn du jetzt im Spagat wärst, dann könnte es sein, dass dein Bein zittert. Es ist ein Zeichen dafür, dass es zu viel ist. In einer Yin-Position sollte dein Bein eigentlich nicht zittern, weil du dich ja nicht doll da reindrücken sollst. Du sollst dich überhaupt nicht reindrücken oder ziehen. Und das heißt, du hast deinen Körper gerade ein bisschen zu doll gepusht. Yin-Yoga ist extrem entspannt, keine Anstrengung. Wir haben uns nicht warm gemacht, Leute. Jeder, der natürlich jetzt in den Stream kommt, auch ein Grund, warum ich Yin-Yoga in den Streams verwende. Ihr könnt sofort einsteigen. Ihr braucht kein Warm-up. Ihr könnt euch die Position angucken und sofort mitmachen. Aber nicht ziehen, nicht drücken. Wenn ihr merkt, irgendwas zittert, irgendwas krampft, kommt sofort raus, entspannt ist. So locker wie mein Zopf. Das ist das Motto für heute. Nee, ich bin noch keine Millionärin durch YouTube. Es sind schon Fitness-YouTuber Millionäre geworden, aber das sind halt die Großen. Und wenn man sich anguckt, wer die großen Fitness-YouTuber sind, denke ich mir auch so, boah, echt? Das ist, was wir am besten finden, so als Kollektiv? Weil das ja auch, es ist total basisdemokratisch. So, wir können entscheiden, ob wir irgendwelche geschminkten, gestylten Püppchen in perfekt inszenierten Videos haben wollen oder ob wir mehr Bock auf Leute haben. Und ich bin ja nicht der einzige Mensch, der irgendwie ein bisschen entspannter, natürlicher unterwegs ist. Ihr entscheidet, was wer groß wird. Das ist eine der Sachen, die ich an YouTube so liebe, die mich aber halt auf anderer Seite auch frustrieren, wenn ich eben sehe, was immer noch am besten funktioniert. Aber ihr seid diejenigen, die es entscheiden. Und das heißt nicht unbedingt, dass ihr euch jetzt unbedingt entscheiden müsst, meinen Kanal zu abonnieren, aber ihr sollt euch wenigstens bewusst sein. Und vielleicht auch noch das ein oder andere Abo beenden. Das hat nämlich auch Aussagekraft.
Leonie, danke, dass du dich so freust. Andere Leute sagen so, warum beschwert sie sich? Ich beschwere mich ja nicht. Ich sage ja nur, wie es ist. So. So, ich weiß, es ist immer doof, wenn ich nicht rede für eine Sekunde, aber ich will auch in Ruhe den Chat lesen. Ich erkläre schon die nächste Position. Da kann ich nicht mehr. Egal. Wir gehen wie am Anfang, wie bei der Child's Pose. Ich brauche hier auf jeden Fall ein paar Kissen. Wie gesagt, wenn ihr mit den Po nicht auf die Fersen kommt, könnt ihr hier schon mal das erste hin. Das kriege ich gerade noch auf der Reihe, aber ich muss mir hier so einen mega gut geplanten Berg bauen. Ihr versteht gleich warum. Weil was wir, wenn wir uns jetzt gleich auf den Rücken legen, wir setzen uns so nicht auf die Fersen, sondern zwischen die Fersen. Was wir machen, wenn wir uns jetzt gleich auf den Rücken legen, was wir nicht wollen, ist, dass wir total im Hohlkreuz liegen, sondern wir wollen so entspannt wie möglich, es ist Yin Yoga, everybody, so entspannt wie möglich auf dem Boden liegen und eben nicht um unser Leben. Deswegen ist es bei mir immer sehr wichtig, wie die Kissen hier liegen. Man muss ein bisschen rumprobieren. Es funktioniert nicht alles beim ersten Mal. Aber wenn man es richtig hat, dann ist es super entspannt. Rina, du hörst dich an wie eine Oma. Ja, aber ich ja auch. Also vielleicht schneide ich irgendwann mal so alle Stöhner und Grunzer und Seufzer oder so aneinander. Aus allen Videos. Das wäre witzig. Du bist so krass underrated. Ich kenne das ja nicht, keinen guten Stretch-YouTuber. Clara, soll ich das verraten? Ich auch nicht. Wobei, also, ich kenne auch nicht viele Kanäle, die sich so auf Stretching spezialisiert haben. Wobei ich natürlich auch Tanz und Yoga mache. Aber Stretching ja schon irgendwie auch das ist, was mein Kanal schnell groß gemacht hat. Oder schnell erwachsen ist. Groß ist er noch lange nicht. Aber ich plane ja immer noch dieses Video und vielleicht mache ich das in einem Livestream, damit es dann eben wirklich nur meine Abonnenten sehen. Nochmal ein Video, wo ich wirklich euch genau sage, was ich zu ganz bestimmten Kanälen auf YouTube denke. Und ich habe mir immer mal wieder Sachen von anderen Leuten angeguckt und ich kriege eigentlich nur schlechte Laune. Also viele Sachen sind einfach nicht gut gemacht, nicht durchdacht. Manche Sachen sind wirklich einfach nur gefährlich. Und es kommen so viele Leute zu mir. Es ist erschreckend, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, ich habe mir einen Sehnenabriss geholt bei dem YouTube-Workout. Ich habe eine Patella-Sehnenreizung bekommen. Meine Knie sind jetzt kaputt. Und sie kommen dann zu mir und sagen, ey, wenn ich deinen Kanal gefunden hätte, das wäre nie passiert. Also vorher. Und ja. Einerseits finde ich es doof, über die Arbeit von anderen Leuten zu reden, so in deren Abwesenheit. Andererseits will ich einfach auch, dass ihr sicher seid. So. Wenn es irgendwas gibt, was ich weiß, was dafür sorgen kann, dass ihr euch nicht verletzt oder dass ihr eure kostbare Lebenszeit nicht damit verschwendet, 6 Wochen lang irgendwie an Krücken zu laufen oder sonst irgendwelche Schäden riskiert, so, dann mache ich das. Und wenn dann ein paar Leute sagen, sie ist doch nur neidisch oder so, dann ja, okay, ciao. Oder was sagt ihr dazu? Also, ich habe ja mal eine Abstimmung gemacht und es waren irgendwie so 800 Leute oder so dafür, dass ich das Video mache und auch wirklich konkret über Leute rede. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Chat heute besonders lieb ist. Also ich schaffe es nicht, alles zu lesen, aber ihr wisst ja, ich lese zum Schluss nach dem Stream, wenn alles fertig ist und ich was gegessen habe, nehme ich immer noch mal so einen Moment, wo ich so meistens Red Hot Chili Peppers höre und nochmal alles, jede einzelne Nachricht durchlese. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid heute irgendwie extra lieb und motiviert und so.
Choppy the Noob. Ich habe gern zu deinen Videos gestretcht, bis ich die Diagnose Hypermobilität bekommen habe. Und das nicht mehr so darf. Ja, finde ich jetzt, ist auf jeden Fall Muskelaufbau erstmal wichtiger. Aber auf meinem Kanal gibt es ja auch Yoga- und Tanzworkouts. Das heißt, du musst nicht, also mein Kanal kann, steht dir immer noch zur Verfügung und du kannst trotzdem mit mir weiterlernen. Nur stretchen, wenn man schon hypermobil ist, sollte man wirklich erstmal nicht weiter stretchen. Klar, weil die beste Art von Yoga für Schlafprobleme zum Einschlafen ist auf jeden Fall Yin-Yoga. Natürlich, du hast es schon gesehen, ich habe da extra ein Video für gemacht, aber diese Yin-Yoga-Videos sind die allerbesten, weil das eben allein schon durch den ganzen Rhythmus den Körper schon mal so runterbringt und der ganze Vibe auch entspannter ist und so. Also das ist auf jeden Fall das Allerbeste. So, wir kommen langsam und vorsichtig wieder raus. Legen unsere Unterarme so neben den Körper, drücken uns langsam hoch. Oh, machen die Beine wieder lang. So. Erstmal den Moment genießen. So, das sagt der Tacho. Wie lange sind wir schon dabei? Oh, wir sind ja schon eine Stunde. Upsa. Okay. Ja, gut. Ich will nicht länger als eine Stunde machen, weil irgendwann, ich liebe diese Livestreams so sehr und ich freue mich immer drauf, wenn ich einen Livestream mache, aber ich bin danach auch echt im Eimer. Ich weiß nicht, wie viele von euch überhaupt schon mal in der Situation waren, eine Stunde lang der Einzige zu sein, der redet. Und wie gesagt, ich will ja die Zeit auch nicht einfach nur irgendwas rumlabern, sondern versuche, so viel Knowledge und Stuff und Zeug reinzukriegen wie möglich. Und hinterher bin ich immer echt ziemlich ausgelaugt, deswegen machen wir jetzt gleich noch einen abschließenden Twist. Dann gibt es die eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte, an die ich zum Glück selber gedacht habe. Es ist aber immer noch möglich, dass ich es bis gleich verchecke. Also falls ich den Stream beenden will und noch nicht über die Sache gesprochen habe, erinnert mich an die Sache. So. Wir machen einen Twist zum Schluss, aber nicht den Twist, den wir immer machen, sondern den Schultertwist. Aber erst beantworte ich die Nachricht, über die ich gerade gestolpert bin, die Frage von Julia, was ich von Proteinshakes halte. Nix. Ihr müsst dazu wissen, nur weil ich mich in einer Sache gut auskenne, heißt es nicht, dass ich alles weiß. Ich habe ein gewisses Wissen über Ernährung und ich weiß, was gesund ist und wie das funktioniert und so. Ich bin persönlich der Meinung, wichtig, Meinung, nicht Fakten, dass Proteinshakes eigentlich nur Geldmacherei sind und Leuten so ein bisschen die Abkürzungen versprochen werden und so. Es ist wahr, dass viele Leute nicht genug Protein in ihrer Nahrung haben. Ich halte es aber für 100.000 Milliarden Mal besser, halt dann eher auf proteinreiche Lebensmittel zu achten, wie Nüsse, wie Kichererbsen, Linsen und so weiter, Fisch. Und sich nicht irgendwas Zusammengemixtes zu machen, weil natürlich sagen die Leute, die Proteinshakes verkaufen, dass du dir noch Proteinshakes brauchst. Ist ja klar. Wenn ich euch einen Spagat, wenn ich jetzt sagen würde, oh hier, Freyas neuer Proteinshake, hilft euch total beim Spagat, weil es die Muskelerneuerung und so weiter unterstützt. Ja, kann ja sein. Aber ich bin, ich weiß, ich rieche da Geld mache. Ich rieche da immer, bei überhaupt Nahrungsergänzungsmitteln im Gesamten rieche ich Geld mache. Das ist meine Meinung. Und es, andere Leute sollen das beurteilen. Ich habe einen sehr, sehr, sehr hohen Standard an, wie hoch mein Wissen sein muss und wie gut mein Wissen sein muss, bis ich wirklich über etwas rede. Stretching, Tanzen und so weiter mache ich jetzt, und es ist kein Witz, schon seit 25 Jahren. Da fühle ich mich sehr qualifiziert bei, wie gesagt, Lebensmitteln. Esst mehr Gemüse, esst mehr Obst. Dann kann man schon so viele Sachen lösen. Naja. So, der letzte Twist. Der Chat ist echt toll heute, Leute. Voll cool. Oh ja, gerne noch den Stream liken. Ich gucke da hinterher auch drauf. So, und ich frage mich dann manchmal so, warum fand ihr den Stream jetzt
Warum fanden die Leute den nicht so gut? Und dann habt ihr vielleicht einfach nur nicht dran gedacht oder so. Deswegen so. Also es nützt mir viel, wenn ihr liked und abonniert. Und es geht auch so ein bisschen um mein kleines Herz. So, wir legen uns auf den Bauch. Und ich mache erst die Seite, aber räumt eure Teetassen weg. Sonst haut ich die gleich um. Legen so einen Bauch. Einen Arm zur Seite ausgestreckt. Ihr müsst gucken, welche Höhe so am angenehmsten ist. Aber schon so ungefähr Schulterhöhe. Jetzt drehen wir uns auf die Seite. Und das obere Bein kommt so rüber. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr mich noch verstehen könnt. Sagt mal Bescheid, bitte. Man legt sich hier auf die Seite und den Arm kann man entweder vor sich lassen, auf sich drauf oder dahinter. Ja, ihr hört mich noch? Es knackt sehr gut. In den Twist ist es aber auch echt nicht das Angenehmste für mich zu reden. Ihr merkt vielleicht auch, dass es auch nicht unbedingt einfacher wird, hier tief zu atmen. Aber gerade wenn ihr hier jetzt tiefe Atemzüge nehmt, werden eure seitlichen Bauchmuskeln, euer Zwerchfell, alles hier in diesem Organbereich gedehnt. Ihr kriegt da mehr Platz. Es kann bei Bauchschmerzen helfen. Gleichzeitig wird die Brust geöffnet. Und je tiefer ihr atmet, desto größer der Effekt. Aber zwingt euch nicht tief zu atmen. Atmet so tief, wie ihr mühelos könnt. Und mit jedem Atemzug wird der Atem ein bisschen tiefer. Aber es ist auch gar nicht schlecht, wenn ich mal nicht die ganze Zeit euch voll quatsche, dass ihr auch mal einen kurzen Moment bekommt, euren eigenen Gedanken zu lauschen. Auch vielleicht über das nachzudenken, was ich gerade gesagt habe. Wir wissen ja, wir brauchen Pausen, damit unser Gehirn Informationen verarbeiten kann. Und wir kommen langsam wieder raus. Wenn du möchtest, bleib noch einen Moment. Rollen uns langsam wieder zurück auf den Bauch. Hey Leute, jetzt muss ich auch nicht mehr so laut halten. Und wir legen uns erstmal ab und genießen. Und wir hatten das Thema vorhin ja schon. Macht Geräusche, wenn ihr euch danach fühlt. Also ich finde, so ein Seufzen mit Geräusch dabei ist einfach, entlädt nochmal mehr Stress, als wenn man einfach nur tief atmet. Also wirklich so. Oder auch morgens, wenn ich mich strecke, Leute. Es klingt wie ein Pavian-Gehege manchmal. Aber es tut gut. Und wenn es gut tut, warum zur Hölle sollte ich es denn nicht machen? Also, ein kurzes Päuschen noch. Ihr könnt auch noch mal in die Extended Child's Pose gehen, wenn euch das gut tut. Mai, gerade fing die Position an, voll entspannt zu werden. Ich weiß, also die Position in den Streams mache ich echt nur ein bisschen kürzer, aber sonst dauert der Stream irgendwann auch 3 Stunden. Und wir dürfen nicht vergessen, Darius hat uns seinen Laptop geopfert. Der kann jetzt die ganze Zeit nicht nur seine Wohnung nicht betreten, sondern hat auch seinen Laptop nicht.
Deswegen nochmal ganz, ganz dickes Danke an Schatzi, wenn du zuguckst. So. Leonie, meine Lieblingsfarbe. Hast du schon mal mein Logo gesehen? Das ist meine Lieblingsfarbe. Oder ich meine, das hier, die Schrift. Lila. Und Hülsenfrüchte for the win. Ja, Mann. Safe. So. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite. Wir liegen auf dem Bauch, wir strecken den anderen Arm aus, schieben uns auf die Seite, Bein kommt rüber, bisschen nachjustieren, gucken, wo der Arm entspannt ist. Und wenn wir die Position gefunden haben, wie alt ich bin, ich habe den Eindruck, ihr haltet mich für deutlich jünger, als ich bin. Ich weiß, also ich finde es eigentlich immer total doof, wenn Leute ihr Alter schätzen lassen, weil ich finde es immer super schwer zu schätzen. Und ich wette, die Hälfte von euch wissen auch einfach, wie alt ich bin. Aber schätzt doch mal. Unter 35 und über 20. Aber das war jetzt auch die unnötigste Eingrenzung ever. Mal gucken, was er sagt. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr kennt mich langsam auch. Da habe ich heute erst drüber nachgedacht. Ja, okay, ja, okay. Zum siebten Mal, 18. Ja, ich bin letzte Woche 18 geworden. Ich habe jetzt gerade meinen Führerschein gemacht. Ich bin gerade aus der Uni raus und, 21? Nope. 32? Jesus. Mel, nein, ich habe das nicht gesagt, aber ich habe einen Hinweis geliefert, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich schon 25 Jahre Erfahrung beim Thema Stretching und Bewegung und so weiter habe. Also muss ich ja mindestens 25 sein. Was ich damit aber meinte, ist, dass ich mit 4 Jahren mit Ballett angefangen habe und summa summarum bin ich 29. Ich habe am 11. Mai Geburtstag, Jahrgang 91. Vielleicht letztes Jahr habe ich meinen, nee, dieses Jahr, habe ich meinen Geburtstag mit einem Stream gefeiert. Vielleicht mache ich das dieses Jahr auch wieder. Es war voll schön mit euch und ich habe ein Geschenk bekommen von jemandem von euch. Steffi. Mega coole Socken. Ich habe mir auch schon überlegt, so, das wird so mein Ding. Wenn ihr mir irgendwas schenken wollt, schenkt mir Socken. Aber geile Socken. So, wir kommen langsam raus. Und das war auch schon der letzte Stretch, aber wir haben erstmal noch eine Phase des Genießens vor uns. Oh. Geräusche machen. Ich will euch bis hierhin hören am besten. Das wäre schön. Und nochmal ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Oh, ich hoffe, euch geht es auch so gut. Ich habe Schuhgröße 37. Nee, ich wurde nicht. Seit meiner gut gedehnt. Krass. Judith, hast du dir meinen Geburtstag gemerkt? Wusstest du es, bevor ich gesagt habe? Das wäre krass. So. Wir gehen jetzt in die allerwichtigste Position. Und ich bitte, bitte, bitte jeden von euch, das jetzt nicht zu überspringen, weil erst jetzt merken wir uns, wie gut wir uns getan haben. Wenn ihr eine Decke habt, irgendwas, wo ihr euch ein bisschen einkuscheln könnt, holt euch das her. Wir machen Shavasana. Alles, was wir dazu machen, ist uns lang auf den Boden legen. Nichts ist unangenehm, nichts zieht. Man kann nichts falsch machen. Was wir jetzt machen, ist, uns den Moment zu nehmen,
indem wir überhaupt erst wirklich spüren, wie gut wir uns gerade getan haben. Was sich verändert hat. Und wie ruhig und ausgeglichen sich Körper und Geist hoffentlich jetzt anfühlen. Ich nutze diese Zeit für mich auch immer super gerne, um dankbar zu sein und mir klarzumachen, wofür ich dankbar bin. Und eine Sache, über die ich tatsächlich heute erst nachgedacht habe, ist, dass ich finde es so schön, dass dieser Kanal mehr ist als irgendwie nur ein Ort, an dem ich Videos hochlade. Es ist wirklich irgendwie so wie so eine Freundschaft und ich merke, wie ihr mich langsam immer besser kennenlernt. Und so ganz am Anfang, ich musste immer noch mal alles erklären. So niemand wusste irgendwas über mich. Und wenn ich in einem Nebensatz sowas gesagt habe, ja, wegen meiner Hüfte, hä, was ist denn mit der Hüfte? Dann musste ich die Geschichte erstmal erzählen. Dann konnte ich nicht die Geschichte erzählen, die ich eigentlich erzählen wollte. Mittlerweile, es kommen immer wieder noch so viele neue Leute dazu. Aber es gibt eben auch jetzt schon ganz, ganz viele von euch, die mir schon seit einem Jahr oder vielleicht schon seit 2 Jahren folgen. Die einfach alles verschlingen, was ich raushaue. Und ich bin so dankbar für diese Leute, die einfach mir vertrauen, dass ich mir da schon was bei gedacht habe. Weil ich niemals, niemals im Leben irgendwas hochladen, posten oder nicht mal in meiner Instagram-Story hochladen würde, was irgendwie nur dafür da ist, mich besser dastehen zu lassen oder irgendwie ein Image aufrechtzuerhalten. Alles, was ich mache, ist nur dafür da, damit ich euch irgendwas helfen kann, irgendwas beibringen kann oder euch das Gefühl geben will, nicht alleine zu sein, neue Musik zu zeigen, was auch immer mich selber begeistert. Und zu sehen, dass es immer mehr Leute gibt, die das genauso begeistert wie mich, ist einfach so wunderschön. Und genauso gibt es in deinem Leben auch Sachen, für die du genauso dankbar sein kannst. Und wenn es das ist, dass du meinen Kanal gefunden hast, dann ist das für mich noch das Allerschönste. Aber sei auch dankbar für dich, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man Dinge einfach zu Ende bringt. Ich sehe jetzt mittlerweile, wie viele, viele Leute so durchs Leben gehen und die meisten Leute fangen irgendwas an und brechen sofort wieder ab, wenn es so mal kurz ein bisschen schwierig wird. Und einfach die Tatsache, dass du jetzt mit mir hier gerade auf deinem Fußboden liegst und noch nicht abgeschaltet hast und noch nicht die Geduld verloren hast, zeigt mir einfach, dass du mindestens genauso besonders bist wie ich und mindestens genauso neugierig und ehrgeizig und motiviert, dich freier zu bewegen. Jetzt kommen wir aber langsam wieder raus aus unserem Shavasana. Langsam die Finger und die Zehen bewegen. Und dann langsam die Bewegung durch den ganzen Körper gehen lassen. Gerne nochmal strecken, gehen, seufzen, die Decke aus dem Gesicht nehmen. Und wir rollen uns langsam auf die Seite. Und richten uns langsam auf. Oh. Ja, genau so. Geht jetzt aber bitte, bitte noch nicht weg. Bleibt noch kurz in eurer Zen-Entspannung bei mir. Denn ich habe die Sache nicht vergessen. Es ist auch gar nicht so einfach für mich, die Sache zu vergessen. Nicht zuletzt, weil ich die Sache anhabe.
Ich muss kurz den, ich liebe diesen Poncho, den habe ich mir auf meiner ersten großen Reise in Südamerika gekauft und vor 6 Jahren oder so. Aber das ist nicht das hochgeschätzte Kleidungsstück, über das ich sprechen möchte. Das ist tatsächlich das, was ich anhabe. Dieser Merch ist ja jetzt schon seit einer Weile für euch zu erhalten. Ihr könnt meinen Merch kaufen. Und es gibt Leute, die das tun. Das ist verrückt. Es ist so verrückt, weil das ist eben die nächste Stufe. Abo, meinen Kanal zu abonnieren, das ist so die unterste, also die unterste, aber die einfachste Stufe, meinen Kanal zu unterstützen. Aber Leute, die wirklich Geld in die Hand nehmen und dann eben auch mit diesem Logo durch die Welt laufen und zum Beispiel zum Training gehen, wenn das wieder möglich ist. Und dann, hey, was ist, was Freya bewegen, was soll denn das sein? Ach, hey, und dann könnt ihr den Leuten davon erzählen. Denn Freundesempfehlungen sind immer noch, finde ich, die beste Art, wie man Reichweite schafft. Und ich möchte euch einfach nur noch mal kurz daran erinnern. Eigentlich hatte ich das extra so vorbereitet, dass in dem Stream, nee, in dem Chat der Link zum Shop die ganze Zeit so angepinnt sein sollte. Das hat natürlich nicht geklappt. Ich mache euch einfach hier noch mal den Link zum Shop und pinne euch das an. Good enough. Ich würde mich, also jeder, der jetzt gleich einfach, wenn der Stream vorbei ist oder jetzt schon auf diesen Link klickt und sich eine kleine Sache oder eine große Sache, es gibt, wie gesagt, es gibt diesen Pulli, es gibt diese Tasse. Mein Logo ist relativ dezent, ich weiß, deswegen sieht man es nicht so krass, aber hier, so, sieht man es doch. Es gibt T-Shirts in Unisex und für Frauen, es gibt den Hoodie, es gibt eine Leggings, es gibt Sticker, es gibt Handyhüllen, es gibt alles Mögliche, was ihr vielleicht brauchen könnt, um der Welt zu zeigen, dass ihr euch freier bewegen könnt, weil ich darauf angewiesen bin. Ich habe das Thema vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Ich kämpfe. Ich kämpfe um diesen Kanal. Finanziell. Manchmal auch körperlich. Manchmal auch zeitlich oder wie auch immer. Aber eigentlich fast die ganze Zeit finanziell. Dass dieser Kanal überhaupt noch da ist, dass ich mir nicht überhaupt schon einen anderen Job suchen musste, liegt so ziemlich einzig und allein an zwei Personen. Und das ist einerseits Olli, mein alter Kameramann, der sehr, sehr lange Zeit umsonst für mich gearbeitet hat. Und natürlich Darius, mein Verlobter, der, wie er jetzt auch diesen Stream gerettet hat, indem er mir schnell seinen Laptop gegeben hat, mich auch super lange einfach mit durchgezogen hat, als da noch gar nichts an Einnahmen kam. Und jetzt so langsam, wo sich das so ein bisschen etabliert und ein bisschen durchsetzt, mir immer noch hilft, das weiter aufzubauen und das weiter zu professionalisieren. Aber ich bitte, bitte, bitte euch, nehmt das Ganze nicht für selbstverständlich, weil es ist es nicht. Nicht für mich und nicht für euch. Und es liegt an euch. Wie gesagt, wer Erfolg hat, gerade in der Social-Media-Welt, liegt daran, wen ihr unterstützt und wen ihr nicht unterstützt. Außerdem, wenn ihr, einige von euch wünschen sich meinen Merch zu Weihnachten, wenn ihr den unter dem Weihnachtsbaum haben wollt, müsst ihr jetzt so langsam den mal bestellen. Weil jedes Teil wird für euch einzeln gedruckt. Es gibt nirgendwo ein Lager, wo tausende freie Bewegungsshirts auf Vorrat liegen. Das, so weit bin ich noch lange nicht, Freunde. Ich bin froh, dass es überhaupt diesen Shop gibt, wo ihr eben die Sachen kaufen könnt. So. Jetzt habt ihr natürlich, Osana, ich habe, das ist eine dieser Sachen, ich habe die Leggings noch nicht bestellt, weil ich muss übrigens meinen Merch auch selber bezahlen. Ich kriege den auch nicht umsonst und ich habe gerade einfach kein Geld über und will den zum Garten. Das darf man eigentlich keinem sagen, aber ich kann mir meinen eigenen Merch nicht leisten. Deswegen, ich werde den bald bestellen und dann werde ich euch auch sagen. Ich weiß, es schon ein paar Leute, die Leggings bestellt haben und es gab keine. Loreen! Nicht du schon. Oh, Dankeschön. Yes. Es sind halt oft einfach immer dieselben und ich würde mich sehr freuen, wenn Leute, die noch nie was gemacht haben, sich vielleicht auch mal berufen fühlen, weil Loreen ist, wie alle wissen, die Livestream-Queen, die ich glaube, in jedem Livestream, in dem sie am Start ist, einfach immer einen super Sticker raushaut und eben damit auch den anderen zeigt, dass das überhaupt geht, weil ich ja auch gerne vergesse, das zu erwähnen. Weil ich mich halt auf die Lehrinhalte konzentriere, Mann. Ich konzentriere mich darauf, dass ich euch alles so gut wie möglich erklären kann und es auch tue.
Und ich konzentriere mich eben nicht so sehr darauf, dass ich alle Call to Actions, ist der Fachbegriff für, abonniere meinen Kanal und trage dich in meinen Newsletter ein und hier und da und mein Merch und dies und das und jenes. Und ich bin so, naja. Ihr könnt jetzt noch Fragen stellen, natürlich. Zum Thema Spagat, zum Thema mein Kanal, zu mir, zu egal, was ihr wissen wollt, haut raus. Wir machen noch so, boah, wir haben schon eine Stunde 20, okay. Wir machen noch so 5 Minuten höchstens und dann ist es wirklich over. Aber war ein schöner Stream heute. Also ich fand eigentlich bisher jeden, fast jeden Stream schön. Aber der heute war irgendwie besonders nett. Benny, die Sporthose, ich weiß es nicht. Das hängt halt, ich muss mich daran nachrichten, was sie da im Sortiment haben. Und ich glaube, ich kriege auch mit der Zeit erst mehr Sachen freigeschaltet. Aber dafür müssen Leute halt erstmal die Sachen gekauft haben. Ihr versteht langsam das Prinzip, so, ich hoffe. Ihr supportet mich. Danke für die schöne Session, Freya. Und nun ab in einen entspannten Abend. Ja, ey, vielen Dank für alle, die den ganzen Stream mitgemacht haben. Ich will die jetzt auch wieder häufiger machen. Ich weiß, ich habe das ein bisschen schleifen lassen, aber es gibt halt, wie gesagt, sehr, 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 sehr viele Sachen, auf die ich mich gleichzeitig versuche zu konzentrieren. Wie gesagt, ich habe jetzt auch Telefoncoachings ein bisschen regelmäßiger. Wer Bock hat, ein Telefoncoaching mit mir zu machen, kann mir gerne eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse schicken. Ist richtig geschrieben? sport@freien-bewegen.de. Ja. Okay, ich habe auch Hunger. Auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, in meiner Tanz-Playlist ist ein Video von der Tagesschau. Ja, stimmt. Das habe ich letztens auch gesehen. Ich habe gar keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Das muss ich nochmal aufräumen. Sorry. Aber ja, ey, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der nochmal einen Blick auf meine Homepage wirft. Ich habe sie in der Infobox verlinkt. Schaut bitte in die Infobox von diesem Livestream. Da stehen nochmal ein, zwei wichtige Sachen drin, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, wenn ihr euch in Zukunft freier bewegen wollt. So, ich sehe keine Fragen. Ihr seid, sagt nur noch ganz, ganz viele liebe Sachen, die ich nachher nochmal in Ruhe alle lese. Danke, dass ihr mir, wie gesagt, jede technische Panne verzeiht und einfach am Start seid und dann nicht denkt, ach, scheiß drauf, dann lasse ich es halt, sondern dann immer noch am Start seid. Ihr seid echt die allergrößten. Und es gibt bald auch wieder mehr Tanzvideos, auch wieder, also mehr Tanzlernvideos, aber auch Tanzvideos, also wirklich, wo ich mit Freunden, also mit Tänzerfreunden von mir tanze, weil ich da auch schon übertrieben viel Bock drauf habe und da noch zu wenig von gemacht habe. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Jetzt habe ich Hunger und Darius soll seinen Laptop wieder haben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr konntet jetzt noch ein bisschen entspannter in die besinnliche Weihnachtszeit starten. Und ich werde mir auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen mehr Zeit für die Streams nehmen. Damit ihr nicht alleine seid in dieser nervigen Zeit, die ja irgendwie auch noch weitergeht. Weil manchmal sind es die kleinen Sachen. Manchmal kann eine Yin-Position den ganzen Unterschied machen. Ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.